Guten Morgen, liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde. Heute bin ich unterwegs auf dem Gantrisch-Panorama-Weg. Hier befinde ich mich im Gummigelbad. Das Gummigelbad war in der zweiten Hälfte des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eines der größten und bekanntesten Kurhotels der Schweiz. Das Wasser, drei stark schwefel- und eisenhaltige Quellen, galt als heilend und wurde teilweise getrunken, teilweise wurde darin gebadet. Der erste Hotelbau brannte 1902 ab, der daraufhin erstellte zweite Hotelbau wurde 1946 abgerissen. Hier sieht man noch die Überreste von dem Bau. Ganz tolle Aussicht hier vom Gurnigelbad, vom ehemaligen Grand Hotel aus. Meine Wanderung führt heute vom Gurnigelbad hinauf auf den Gurnigel, dann über den ganzen Bergrücken und hinunter nach Zollhaus im Kanton Freiburg. Wahnsinnig schöne Aussicht hier bis zum Jura. Ein sehr steiler Aufstieg am Anfang. Schön durch den Wald. Es ist sehr angenehm hier zu gehen. Auch von den Temperaturen her ist es heute angenehm. Schon bald habe ich den ersten Ausblickspunkt erreicht. Da oben ist er. Es ist heute windig. Oh, so schön einfach hier. Den Thunesee, den Berner Alpen, das Mittelland, das Aaretal da vorne. Bis zum Jura sieht man hier alles. Es ist wirklich grandios, da die Fernsicht. Man hat von den hohen 4000er Bergen bis ja wirklich ins Flachland runter. Hier sieht man diesen Bergrücken, wo ich jetzt dann überqueren werde, mit dem Wald im Hintergrund. Und hinter dran ist die Gantrischkette. Und ganz rechts das Stockhorn zu sehen. Einfach so schön. Da unten kommt Thun zum Vorschein und der Thunesee. Und hinten sieht man noch Eiger, Mönch und Jungfrau. Einfach so grandios, diesen Ausblick, den man da hat, in Richtung Berner Oberland. Ich werde heute auf dieser Tour nicht mehr so viel darüber sprechen. Genießt einfach
diese tollen Bilder, die ich da gemacht habe. So schön da oben. Blick ins Mittelland und hinten der Jura. Ist aber heute so stark windig. Das hat mir schon zweimal meine Mütze weggenommen. Aber ich konnte sie noch einfangen und trage sie jetzt nicht mehr, da es ihnen doch einfach zu gefährlich wäre, wenn hier die Mütze hier wegfliegen würde und hier den Hang runter, weil da unten platzt alles voller Felsen.
sieht es fast aus wie im Norden oben. Dabei befinde ich mich im Naturpark Gantlicht. Da vorne sieht man noch den Neubau vom Geckeli-Steg. Das ist eine Hochbrücke, die da entsteht neu. Soll bis zu 8 Meter oberhalb vom Boden gebaut werden. Schöne Gegend da. Der Boden, die Farben da. Da ist es wirklich wie in Norwegen oder Schweden. Könnte man meinen. Und dazu ein sehr, sehr, sehr kräftiger Wind. Mal einen Blick über die Gantlichtkette und da hinten kommt der Schwarze zum Vorschein. Übrigens, innerhalb der Gantlichtkette ist das bekannte Simmental.
fortschreiten. Weiter hinten sieht man noch den Neuenburger See. Und den Jura natürlich. Auch schön. Diese Aussicht, die ich heute da genießen kann. So, da unten ist schon mein Ziel. Ich werde schon bald Zollhaus erreichen, wo ich dann wieder auf den Bus steigen werde. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr gebt mir einen Daumen nach oben. Tschüss!